Liebe Trainer, es ist Montag, der 8. Januar 2024. Mein Name ist Dirk Legan und ich begrüße euch zu unserem Loro Monday Meeting, das erste im Jahr. Also erstmal wünsche ich ein gutes Jahr. Ging ja auch schon gut los an der Börse, wie ihr alle mitbekommen habt. Und ja, ich glaube, ich kriege ja auch schon die ersten Rückmeldungen, ob Bild und Ton soweit in Ordnung ist. Ist okay. Dann brauche ich das nicht abfragen. Was habe ich mit euch heute vor? Ich möchte einmal einen kurzen Jahresrückblick zu den Systemen von mir geben. Dann vor allem, ja, was tut sich aktuell im Depot? Wie ist die Depotsituation? Wie läuft das Hedging zum Beispiel? Und dann auch einen kleinen Ausblick für das Jahr 2024. Was habe ich so an Webinaren, Seminaren geplant? Dazu aber dann später. Starten wir erstmal mit dem Rückblick 2023. Aus meiner Sicht war 2023 ein relativ schwieriges Jahr. Wir hatten im Gegensatz zu anderen Jahren vorher irgendwie keine klare Trendrichtung, außer vielleicht, sagen wir mal, so im Nasdaq. Aber so generell ging es hin und her. Und am Ende des Jahres bekam man natürlich noch eine schöne Jahresendrallye. Das war natürlich dann positiv. Aber generell war 2023 jetzt nicht das mega tolle Jahr. Da waren andere Jahre deutlich besser. Aber anyway, starten wir einmal mit meinen ETF-Strategien. Dazu hatte ich ja ein Trading Camp gemacht. Und zwar letzten Jahr im April, Mai und habe hier insgesamt 18 ETF-Systeme am Laufen. Und wir sehen hier, wie haben die im Einzelnen performt. Ich zeige das mal an. Also hier sehen wir die Performance. Am besten war hier dieses Loro Adaptive Asset Allocation Modell mit 13%. Wie gesagt, vorweg, ich fahre hier Hebel 2. Das heißt, man muss also das sowohl die Performance als auch den Drawdown dann mal 2 nehmen. Ne, hier sehen wir die einzelnen Systeme, wie die gelaufen sind. Waren einige wenige auch negativ, wie wir hier sehen. Ne, das lag aber daran, dass die erst nur kurz an waren. Das waren auch teilweise Bärenmarktsysteme, die dann sozusagen im Jahresanfang 2023 ausliefen und wieder von ihren Gewinnen ein bisschen was abgegeben. Ne, aber im Wesentlichen durchwachsen, keine großen Ausreißer, aber so lala, hat im Durchschnitt hier 4,34% gebracht. Wie gesagt, Faktor 2 wäre dann roundabout dann 8,6%. Drawdown minus 2,8, ne? Faktor 2 dann minus, sagen wir roundabout 6. Und ich zeige euch einmal den Backtest dazu. So, schiebe das hier mal wieder rüber. Kleiner Moment. Macht den mit Wells Lab. Hier sehen wir die Verteilung. Das macht so 8% per anno, Hebel 2, ne, wären dann 16. Hier sehen wir auch dann das aktuelle Jahr 2023, also das letzte Jahr. Ne, nicht berauschend. Das sind also keine berauschenden Zahlen. Also es ist schon lange her, wo wir solchen minimalen Jahreswert hatten, zuletzt 2015. Also von der Seite war das nicht berauschend. Also solche Jahre wie 2020, ne, das Corona-Jahr, da hatten wir klare Trends. Erstmal klar nach unten und dann wieder klar nach oben. Das war dann deutlich besser. Aber dieses Jahr, letztes Jahr, sorry, ja, so durchwachsen. Aber immerhin ein kleines Plus im Konto. Aber ist okay. Wie ist halt ruhig gelaufen und so soll es auch sein. Was entscheidend ist bei dieser ganzen Geschichte ist, und das sehen wir hier an dieser Vermögenskurve, wenn man halt Systeme mixt und die eben auch nicht miteinander stark korrelierend sind, bedeutet letztendlich, dass man dadurch eben die größeren Drawdowns rausnimmt. Hier sehen wir mal einen Backtest von 1900. 96 an bis 2023. Wir sehen, es eine ruhige Vermögenskurve, die ja geringe Drawdowns hat und eben der Mix macht es hier. Ne? Also gut, man muss jetzt nicht 18 Systeme fahren, so wie ich. Natürlich, je mehr Systeme, desto ruhiger wird die Vermögenskurve, weil irgendwas läuft immer, ne? Sei es eben im Anleihenbereich oder im Rohstoffbereich oder im Aktienbereich und. Wir haben ja auch einige Systeme, die im Bärenmarkt dann laufen, wie zum Beispiel 2022. Also der Mix macht es hier. Eine ruhige Vermögenskurve, das ist ja auch man muss das hier auch betrachten, auch in welchen Aufwand man hier betreibt. Wir haben hier Rotationen nur einmal in der Regel am Ende des Monats zu machen. Das ist also wirklich ein relativ, ja, das ist kein großer Aufwand. Einmal im Monat muss man ein bisschen selber rotieren. Das ist aber alles zu schaffen. Und das zeige ich auch im Signalservice, welche Systeme
da laufen. Das ist keine große Arbeit. Das ist letztendlich auch grob genommen dadurch entstanden, dass ich das als Parkposition hier ansehe. Ne? Mittlerweile hat das aber bei mir auch einen größeren Stellenwert im Depot eingenommen. Also nicht nur bei den Depots, die ich zeige, sondern auch generell, weil es eben ruhig läuft. Und das will man ja. Je mehr Kapital man hat, desto mehr möchte man vermeiden, dass man hier zu viel abgibt und trotzdem eben eine ausreichende Performance erreicht. Also das dazu. Ich schalte mal wieder rüber. So, von mir nochmal freigeben. Nur irgendwas freigeben, klar, Moment. Freigabe, nee, das ist was Altes. Sorry, ich bin jetzt hier. Das mache ich mal aus. Das ist hier Notes, da wollte ich gar nicht rein, weil das hatte ich mir hier reinkopiert. Also die Systeme durchwachsen, nicht die großen Ausreißer, aber trotzdem zufriedenstellend. Das war natürlich gut am Ende des Jahres, dass das nochmal ein bisschen Gas gibt. Dann habe ich ja eins oder auch Sektor-Stock-Rotation, also hier oben, das waren alles ETF-Systeme, die ich euch eben gezeigt habe. Und jetzt kommen wir zur Sektor-Stock-Rotation. Das heißt, da werden immer zwei Werte, wenn ihr die Filter positiv sind, aus den einzelnen Sektoren ausgewählt. Insgesamt habe ich hier sieben Standardsektoren am Laufen. Die sehen wir hier unten. Also sowas kann ich das groß machen. Ja, also wir haben hier die Standardsektoren, wie zum Beispiel Metal Mining, Industrial und so weiter. Ne, da können wir mal durchgehen. Healthcare, Communication, Technologie, Energy und Consumer Discretionary Stocks. Und darauf werden jeweils zwei ausgewählt. Und hier sehen wir auch, ja, das ist besser gelaufen als die ETF-Modelle. Insgesamt am besten waren die Mining Stocks mit 16%. Danach dann die Industrial, Healthcare, Communication und so weiter. Was überrascht ist, dass hier die Technologie-Stocks, wo wir ja alle wissen, dass Technologie super gelaufen ist letztes Jahr, keine große Performance erreicht. Aber das ist auch ganz bewusst so. Der hat auch im Technologiebereich auch einen kleinen Drawdown nur. Der geht eben schon früh mit einem ganz geringen Profit-Target von 1% aus dem Markt. Deswegen werden hier auch keine großen Ergebnisse erreicht. Aber dafür ist der Drawdown auch nicht so gut. Ein Sektor hat hier nicht so gut abgeschnitten, Consumer Discretionaries, aber dadurch hat man ja auch immer eine Sektorrotation. Jedes Jahr läuft dann was anderes. Macht das mal wieder zu. Was hat es erreicht? 2023 8,5% roundabout mit einem maximalen Drawdown von 2,5%. Ich fahre das wieder als Hebel 2. Wir haben einen Monat haben wir einen Fehler gemacht, also im Live-Trading, dass wir da einen falschen Filter hatten. Das war eigentlich aus. Wir haben es eigentlich laufen lassen. Ne? Deswegen waren wir einen Tick schlechter oder schlechter, sagen wir mal, im Live-Trading als hier das Backtest-Ergebnis. Aber anyway, gucken wir uns das mal an. Das habe ich hier auch schon vorbereitet. Das ist hier die Verteilung. Letztes Jahr 8,5%, wie genannt. Und auch hier haben wir eben eine schöne, ruhige Vermögenskurve. So soll es sein. Der hat also auch einen geringen Drawdown und läuft ja gut, macht Spaß. Es ist eben auch hier kein großer Aufwand, weil auch hier nur einmal im Monat wird rotiert, werden die Werte ausgewählt. Wir werden auch gleich das Live-Depot uns angucken und ja, dann wird ein Profit-Target gesetzt und das war es eigentlich. Und dann ein bisschen Hedging natürlich. Hedging aber optional. Meiner Sicht mache ich mache das immer, aber das ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Wir sehen ja hier die Zahlen im Original. Also von daher ein ja, durchaus vernünftiges Modell, was ich letztes Jahr im Trading Camp im September vorgestellt habe. Also diese, wen das interessiert, wer hier vielleicht neu dabei ist, der kann sich natürlich dann auch von mir die Aufzeichnung ja, besorgen. Also diese beiden Trading Camps wurden aufgezeichnet und sind bei mir zu erwerben. Okay, machen wir weiter im Text. Wenn nicht noch Fragen sind, wieso starte ich jetzt diesen Kram schon wieder irgendwie durch in meine Notes rein? Okay, also was gibt es da noch für Infos? Das war's dazu. Dann habe ich, mache ich Swing Trading in letzter Zeit sehr viel. Das habe ich aber nicht im Signalservice drin, weil, gehe ich später noch darauf ein, dazu will ich dann ein, das nächste, vermutlich das nächste Trading Camp zum Thema Swing Trading machen. 2023, ja, war ging so, ne? 16%. Maximalen Drawdown von 4,21. Das sage ich aber auch nur mit dem Hebel 1. Mal sehen, ob ich das vielleicht auch nochmal erhöhe. Das macht Spaß. Das ist auch dieses Jahr schon gut angelaufen. Also Swing Trading Thema gehe ich aber jetzt hier noch auf die Zahlen ein. Und was ich auch ein weiteres Webinar machen werde, zu Leverage ETFs.
Da habe ich ein System, was darf man eigentlich gar nicht erwähnen, 80, über 80% gemacht hatte. Ich war im Live-Trading leicht schlechter, weil ich nicht alle mitgemacht habe. Aber kann man auch nur Hebel 1 einsetzen, weil er auch einen entsprechenden Drawdown, wie ihr hier seht, hat. Aber das ist dann wirklich, ja, das ist dann, wo es dann wirklich dann interessant wird. Allerdings auch mit einem gewissen Risiko, aber relativ einfach zu traden, funktioniert. Der geht hier vor allem in Halbleitern, in SOX L und SOX S rein, ne? Also auch auf der Short-Seite, die gehebelten, dreifach gehebelten Short-Seiten und dasselbe auch im Nasdaq, Long und Short, also hochinteressant. Immerhin der 80% letztes Jahr war schon top. Alle Systeme habe ich mittlerweile ja, auf meiner Seite LoroTrader aktualisiert. Da findet ihr das hier unter Strategien. So, da sind die einzelnen hier aufgeführt. Da habt ihr auch nochmal den Mix. Hier habt ihr auch die neuen Sachen, ne? Also zum Beispiel hier das Swing Trading. Rufen wir mal beispielhaft auf. Hier seht ihr Swing Trading Equity. Ne? Das macht roundabout 25% per anno und ja, 14% bisher an maximalen Drawdown. Ihr könnt euch das ja ansehen. Genauso als auch dieses LTTM, was ich euch eben gezeigt habe, To the Moon drin. Das ist hier allerdings der Block Scale Equity. Ne? Ihr seht hier, was macht der im Durchschnitt? Ja, 50% roundabout, aber eben auch maximalen Drawdown, muss man mal dazu sagen. Es ist hier, zeigt sich auch wieder, hohe Performance wird eben auch immer, geht einher mit einem höheren Risiko, ganz klar. Ne? Deswegen ist auch immer für euch wichtig, wenn ihr irgendwelche Systeme beurteilt, die auch eben nach dem Risikoergebnisse, ich meine, diese ganze schreckliche Fondsbranche lebt nur davon, dass sie irgendwie ihre Performance-Zahlen wiedergibt, aber nicht ihre Risiko, ja, maximalen Drawdowns und so weiter. Ne, wenn die Leute das verstehen würden, würden wahrscheinlich viele diese Produkte nicht kaufen. Man kann sich da annähern und vergleichen, indem man, sagen wir mal, hier dieses RRR, das Reward-Risk-Ratio, ermittelt, indem man einfach die Performance per anno durch den maximalen Drawdown teilt. Das gibt hier 1,33, also alles. 1 und besser, also 1 und höher ist dann positiv. Die Banken machen es übrigens umgedreht, die machen ein Risk-Reward-Ratio, damit sie hier positive Werte haben, weil ihre Systeme meistens eher nicht funktionieren. Oder sagen wir mal so, der Drawdown größer ist als die jährliche Performance. Und hier nochmal die N. Also da könnt ihr euch austoben, guckt euch das an und nachher seid ihr nochmal ein bisschen zu den geplanten Trainingcamps. Hier seht ihr die einzelnen ETF-Modelle, dann kommen dann noch eine Zusammenfassung, also hier der Mixlow, ETF-Mix und dann noch ein paar Aktiensysteme. Okay, das dazu, das war im Prinzip der Rückblick. Ja, das haben wir und jetzt kommen wir ja zur aktuellen Situation. Achso, ist noch eine Frage. Durch welches Systemmodell wurde LVM ersetzt? Ja, ich habe, ich glaube, zwei gestrichen. Also LVM muss man erstmal übersetzen, Loro Value Modell. Das war, man kann ja testen. Also erstmal nehme ich, sind alle gleichgewichtet, alle ETF-Systeme, 18 drin. Ich habe 20 getestet und eins habe ich rausgenommen, nochmal extra, dieses Leverage-Teil. Und LVM habe ich durch das, ja, weiß ich gar nicht. Wenn wir mal kurz mal reingucken in den Überblick. Also, ich habe das jetzt nicht eins zu eins, sondern ich habe die genommen, die übrig geblieben sind. Ne? Die funktionieren. Ich streiche dann immer eins und gucke dann, wird es besser oder schlechter. Ne? So, um möglichst wenig zu erreichen. So, was habe ich denn neu drin? Also, was relativ neu drin ist, ist dieses Loro Rates Rotation, also diese Immobilienwerte, die rotiert werden. Dazu gibt es ja auch ein eigenes Loro Monday Meeting. Dann auch neu, warte mal, ich zeichne das mal mit. Also, was relativ neu ist, ist das hier. Dazu gibt es ein eigenes Video, genauso auch hier Dividendenrotation. Das ist neu. Jetzt gucke ich mal, das andere ist eigentlich alle. Das ist auch relativ neu, das ist aber nicht das andere, was ich eben euch gezeigt habe mit diesen 80%. Das hat aber auch ganz gute Performance. Das ist relativ neu und das ist so die aktuelle Zusammensetzung. Also kann man nicht genau sagen, welches jetzt welches ersetzt, aber ihr seht das ja im Signalservice, da sind ja im Wesentlichen diese 18 Systeme drin und es gibt da nur geringe Veränderungen. Okay.
Aber kann ich nochmal nachgucken. Also wenn dich das genau interessiert, dann schick mir nochmal eine Mail. Ne? Also ihr seht im Signalservice, welche Systeme sind da drin. Wenn ich welche rausnehme, ja, dann kann das natürlich mehrere Gründe haben, dass, sagen wir mal, das System gar nicht mehr funktioniert, ne? Was aber bisher nicht der Fall war. Es ist nur so, wenn man jetzt hier den Mix durchspielt, ne? Also ich habe hier mal rein, wie läuft so etwas, versuche das mal zu erklären. Also haben wir hier den Mix. Welchen haben wir denn jetzt hier? Machen wir mal hier den hier. Wenn ich da jetzt reingehe, dann haben wir hier den Source Code dazu. So, ich mache hier das, lösche das auch mal wieder raus, damit es nicht so unübersichtlich wird. Und hier sind die einzelnen Systeme aufgeführt. Das sind diese 18 Systeme. Und ihr seht hier, zwei sind aus, ne? Also LTTM und LVSM. Was ich hier extra genommen habe. Also das ist hier, das ist ein eigenes System, was hier nicht zu passt, was relativ hohe Risikowerte hat. Und da mache ich auch ein anderes Money Management und dieses, was du eben fragtest, nee, das ist Ola-Stock-Modell, ich weiß gar nicht, welches das jetzt ist. Genau, das eben auch nochmal kontrollieren, auch hier im Test draußen. Stimmt das überhaupt? Da muss ich nachher nochmal kontrollieren. Vielleicht ist das hier auch der letzte Stand. Aber so geht man halt vor, indem man halt hier einzelne Systeme rausnimmt und guckt dann, wird das irgendwie besser, das System, oder schlechter? Muss man sich natürlich die Kennzahlen entsprechend überlegen, wonach man das vergleicht, zum Beispiel nach diesem eben genannten RAR. Aber da gibt es noch andere Kennzahlen, wie zum Beispiel das Sharpe-Ratio oder der Alzer-Index und, und. Aber so geht man dann schrittweise vor. Also es ist ja immer so, wenn man jetzt ein System an- oder ausmacht, dann kann es sein, dass eben die Performance besser wird, aber eben im Vergleich dazu dann auch der Drawdown höher. Ne, da muss man eben gucken, was ist jetzt wirklich hier ein vernünftiges Gewichtung. Ich habe jetzt hier keine optimierte Gewichtung genommen, ganz bewusst. Das kann man auch mit Excel, mit dem Solver machen, indem man hier ausrechnet, was wäre eigentlich eine optimale Gewichtung. Hier sind die ja alle gleich gewichtet und führt eben auch dazu, ja, was ist der Grund? Ne? Also der Grund ist einfach der, dass eben man würde ja Systeme, die besonders gut in diesem Testzeitraum gelaufen sind, deswegen höher gewichten. Das will ich vermeiden. Ne? Man weiß nicht, in der Zukunft können ja andere Systeme besser laufen. Deswegen habe ich die ganz bewusst hier gleich gewichtet. Es gibt natürlich eine optimale Lösung, was man mit dem sogenannten Solver in Excel rauskriegen kann. Aber das benutze ich nicht, sondern hier wirklich nur eine Gleichgewichtung. Eine weitere Frage. Achso, das Swing Trading ausschließlich, also ich schließe nochmal vor die Frage, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das geplante Swing Trading Trade-System wird Aktien oder ETF gehandelt. Also ich zeige auch Swing Trading mit Leverage ETFs, aber das mache ich wahrscheinlich im anderen Seminar. Aber es wird aus, also das Hauptsystem tradet Aktien aus dem Nasdaq 100. Also was ich eben gezeigt habe, diese 16% letztes Jahr, das waren Nasdaq-Werte. Und aktuell trade ich nur Nasdaq-Werte. Weil das Swing Trading bei Aktien am besten funktioniert. Ne? Je durchgeknallter, desto besser. Und dann ist halt Nasdaq ein ganz guter Bereich. Funktioniert auch Short, aber ich trade das auch nur Long. Ne? Aber das gucken wir uns gleich mal live auch nochmal an. Gehe ich nochmal zurück in die Aufzeichnung. Das hatten wir, die Einzelsektoren. Hier sehen wir auch aktuell bei den Systemen, welche sind an. Ne? Da können wir also hier in der Spalte bei den ETF-Modellen. Ich hatte ja auch gesagt, ich fahre hier Hebel 2. In dieser Spalte sieht man, das ist sozusagen, was ist aktuell an und aus. Wir sehen, hier sind 10 von 18 Systemen an und wir sehen nachher auch die Depotauslastung. Ich bin also bei Hebel 2 fahre, bin ich gerade bei 100%, ne? Also nicht 200%, also genau in der Mitte, dann passt das ganz gut. Im Prinzip bin ich zurzeit ungehebelt, nutze also aber dann trotzdem das volle Kapital in den einzelnen Depots aus. Wie sieht das bei den, kann das nicht runterscrollen, klar, Moment. So, wie sieht das bei den Aktienmodellen aus, da sind auch schon wieder zwei draußen, die waren alle an am Ende letzten Jahres, ne? Also am 29.12. war Rotationstermin, da waren alle an, aber die haben jetzt zum Teil eben auch schon wieder ihren Profit-Target erreicht. Das war ja, gehen wir kurz mal auf den Chart, obwohl ihr habt das ja alle im Kopf. Wir hatten den 9, ist das der 29.? Da muss ich mal gucken, wo lese ich das ab? Hier ist der 28. 29.12.
zeichnen wir, also das war ja der ideale, in Anführungszeichen, der ideale Einstiegspunkt, ne, um long zu gehen, ne? Und dann gab es halt diesen, ja, diesen Jahresanfangs-Drawdown. Aber jetzt sehen wir eben auch ein schönes Swing-Trading-Pattern. Ich mache ja auch Swing-Trading, das sehen wir hier auch durch diesen grünen Pfeil im Nasdaq, also schön runter. Fand das auch sehr, aus meiner Sicht, fand ich das sehr gesund, auch wenn wir, wie wir gleich sehen, wir ein bisschen abgegeben haben. Dieser Aufwärtstrend war natürlich extrem überhitzt und deswegen fand ich so einen Rücksetzer am Anfang des Jahres durchaus positiv und ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt hier auch noch ein bisschen Schwung reinkommt. Ne? Diese ewige Diskussion, der Vergleich, so eine, ich glaube, so eine schreckliche, da wird ja mal gleich geguckt in der USA von der Statistik, wie war so die Anfangswoche im Januar, das war irgendwie einer der schlechtesten Anfangswochen, die es überhaupt jemals gab. Und gibt es ja auch so Jahreshochrechnung, wenn der Januar gut ist, dann läuft der Rest des Jahres und so fort. Danach will ich nicht reden, aber statistisch durchaus interessant. Also wir haben im Moment wieder eine ganz gute Situation. Überraschenderweise, ne? Der Nasdaq drehte wirklich direkt am Stopp. Ne? Der weiß ja mal, wo der Stopp liegt. Ne? Vorsicht, Ironie. Und dann drehte der da, obwohl die Kerzen letzte Woche schon eklig aussahen. Ne? Also dieses macht das, also ich vergrößere das nochmal für uns. Die meisten haben das natürlich im Kopf, sorry, aber ich kann das hier mal diesen schönen Aufwärtstrend mal vergrößern. Ne? Also unschön waren natürlich diese Kerzen vom Donnerstag und Freitag. Ne? Also das ist ja so ein umgedrehter, ja, so eine Art, was ist das, so ein, wie heißt das? Hanging Man, heißt das, glaube ich, ne? Also ist ja egal, dieses Pattern. Also auf jeden Fall, wenn wir ziemlich am unteren Teil dann wieder schließen. Man hatte am Freitag den Eindruck, es geht nach oben. Freitag haben wir ja wieder diese Situation gehabt durch die Arbeitsmarktdaten, dass die Börse da extrem nervös reagiert. Ne? Ich meine, ist ja sowieso völlig krank. Das kann man keinem außerhalb der Börse erzählen, dass die Börse jubiliert, wenn es weniger Arbeit, also Leute im Brot gibt, ne? Also in Arbeit besser gesagt, ist ja völlig, ne? Also die Interpretation dieser Zahlen gehen dann eben auch drunter und drüber. Da hatten wir erst eine gute Bewegung, da dachte ich schon, wow, super, ne? Freitag gibt es halt einen schönen Swing, aber der ist heute erst so richtig in Fahrt gekommen. Okay, noch eine Frage von euch. Also die ETF-Strategien, ich lese das mal vor, das ist eine klassische Frage. Die ETF-Strategien gehen in Deutschland nicht umzusetzen wegen MiFID oder, ne? Also es geht durchaus umzusetzen. Ihr könnt bei der USA-Broker, bei tastytrade oder bei Charles Schwab neuerdings ein Konto aufmachen und dann diese ETFs traden. Es gibt auch irgendwie Alternativen in der Schweiz, wurde ja auch neulich gesagt, aber da habe ich keine Erfahrung. Bei tastytrade könnt ihr auf jeden Fall mit Sitz in Deutschland ETFs, US-ETFs handeln. Wer das nicht möchte, es gibt auch ein paar alternative ETFs, aber da kann ich keinen großen Backtest machen, also in Deutschland zugelassene ETFs. Aber tradet die bei tastytrade. Ich zeige ja gleich nochmal ein Konto, hat einen Riesenvorteil bei tastytrade, macht Spaß und da empfehle ich das, so etwas zu traden zum Beispiel. Also kein Problem. Bei IB könnt ihr das nicht machen unter der Voraussetzung, also ihr könnt es nicht machen, wenn ihr Normalo-Trader seid, ihr werdet ja als professional eingestuft, dann dürft ihr dort auch, soweit ich weiß, US-ETFs handeln. Ne? Ist alles ein bisschen doof, ne? Aber vielleicht dürft ihr auch irgendwann gar nichts mehr traden, was weiß ich. Ne? Aber zurzeit ist halt der gute Weg über tastytrade zum Beispiel. Okay. Aktuelle Marktsituation, ne, da sind wir natürlich ja im bullischen Bereich. Wir waren schon extrem bullisch. Ich habe also insgesamt 10 Marktmodelle, die das hier eins anzeigen. Wollte ich nur mal der Vollständigkeit halber aufführen. Wir liegen also so bei 74%. Wir sind also immer noch im sehr, sehr positiven Bereich. 9 von 10 Marktmodellen sind hier im grünen Bereich, also über 55. Das ist also durchaus positiv. Also von daher würde ich sagen, ja, wir haben eine gute Chance, dass sich tatsächlich der Markt nochmal weiter nach oben bewegt. Aber ich muss auch nicht prognostizieren, sondern das ist eher so mein Gefühl. Danach trade ich aber nicht, sondern ich trade, wie ihr seht, absolut regelbasiert, sagen wir mal zu 99,99%. Greife relativ selten mal ein. Wenn ja, wenn ich eingreife, dann wird das meistens auch bestraft.
sodass es besser ist, wirklich rein regelbasiert zu arbeiten. So, deswegen ist auch meine Prognosen für die nächste Zeit eigentlich auch völlig irrelevant. Okay, also kann man sich von lösen, brauchen wir nicht. Gucken wir uns die aktuellen Depots an, was neu ist bei Tasty Trade, und das fand ich klasse. Also das Problem, was ich habe, A, X Konten, B, verschiedene Systeme, wie ihr hier seht, ne? Also es ist ja nicht nur, was wir oben gesehen haben, die ETF-Modelle, die Stocks-Rotation, dann habe ich dann eben noch diese Leverage-Teile und mache dann noch Swing-Trading. Wird alles ein bisschen unübersichtlich, und ich habe das jetzt zumindest bei diesem Konto schon mal angefangen, das zu strukturieren. Man kann nämlich sehr schön jetzt Unterkonten einfliegen. Das sehen wir jetzt hier mal. Das ist jetzt ein kleineres Konto, spielt auch nicht so die große Rolle. Und zwar, wie ihr seht, ne, also relativ vollgepackt, ist ein bisschen unübersichtlich. Jede Farbe hier, ich zeichne mal wieder ein bisschen für uns. Jede Farbe ist halt ein Depot, ne? Also wir haben Violett, dann so eine Art Orange, Orange. Und dann haben wir hier, das ist in beiden, ne, wenn es bunt ist, in mehreren Depots drin. Und ich kann jetzt einfach auch selektieren, indem ich einfach hier oben, das sind die drei Depots, die kann man benennen. Also wie geht das technisch? Man sagt, man macht eigentlich ein neues Depot auf. Das ist ein bisschen umständlich, da muss man wieder seine Daten wieder angeben, aber die sind dann voreingestellt. Das geht relativ schnell, also seine üblichen Daten. Dann wird dieses Unterkonto aufgemacht. Dann kann man dann zwischen diesen Unterkonten Geld transferieren, beziehungsweise Positionen. Das habe ich nicht gemacht, einfach nur Geld und die auffüllen, und dann hat man es eben übersichtlich. Ja, also wenn ich mir heute nur die, sagen wir mal, die Swing Trades angucken möchte, ne, dann wähle ich, achso, ne, die muss ich abwählen. Ich möchte nur die sehen, sind nur noch wenige drin. Die meisten sind heute schon im Profit-Target reingelaufen, was nicht verwundert. Dann habe ich eben eine Übersicht, wie ist das gelaufen. Ne? Also heute 50 Dollar und liegt damit 100 Dollar hier to date vorne. Wir sehen die Performance der anderen Depots, ne? Die aktuelle Situation. Das wird gleich interessant beim Hedging. Ich habe aber, bevor wir darauf eingehen, also das ist das Neue, man kann eben besser seine Depots strukturieren. Bei wie geht das auf? Das ist aber zu umständlich. Also bei Tasty Trade geht es relativ schnell. Man kann auch mehr Unterdepots aufmachen. Ich glaube, bis zu 10 oder 6 bin man ganz, nicht ganz sicher, müssen wir nochmal gucken, und kann dadurch eben seine Systeme übersichtlicher gestalten. Ihr wisst selber, wenn ihr im Nachgang anfangt, zum Beispiel aus der Konto, ja, Führung zu ermitteln, wer gehört zu welchem System und wie sind die gelaufen, ist relativ umständlich. Also das sollte man vermeiden. Ich habe ja kurz mal erstmal die aktuelle Depositation. Also LSSR steht für Loro Sektor Stocks Rotation. Da haben wir angefangen, sozusagen All-In mit 14 Aktien. Davon sind jetzt noch 8 aktiv und 6 sind schon in Profit-Tag gelaufen. Also Profit-Tag bedeutet dann auch immer ein Gewinn. Sind also jetzt noch 8 übrig. Der ist, einer davon ist, glaube ich, auch gestrichen hier. Der ist draußen. Alle anderen sind noch drin. Kommt das hin? 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, die sind noch, also hier, das ist vom Freitag heute, ging da noch einer raus, der hier steht es ja auch nochmal. Und ja, gut, der Rest ist dann halt Cash, beziehungsweise wird dann für Hedging benutzt. Ne? Das ist die aktuelle Depotsituation. Beim ETF-Depot sieht es auch interessant aus. Da haben wir, müsste ich vielleicht mal eine andere Farbe nehmen. Na gut, anyway, wir haben Bonds, ich habe das unterteilt zwischen Anleihen, Stocks, ETF, Commodity-ETFs, wobei hier jetzt aktuell nur Gold dabei ist, und dann Leverage-ETFs. Und hier sehen wir dann die Verteilung. Bonds etwa so 30% macht das aus. Aber gut, da auch wieder eine blöde Farbe jetzt. Nehme ich da mal für eine Farbe. Dann mal hier gelb. Ja, also Bonds-ETFs. Dann haben wir 50% in Aktien-ETFs, Gold dann 10% und Leverage-ETF dann 13%. Das ist die aktuelle Situation. Wobei ich sozusagen mein Kapital voll ausreize. Cash, das hier für den Prozentwert ist minus, dann bin ich also sozusagen ein bisschen im Leverage mit minus, ja, mit 3% roundabout. Das hatte ich schon gesagt. Also, das ist die aktuelle Situation. Ich hatte ja auch schon mal, oder habe ich vor, das ist allerdings aufwendig,
die sozusagen das Exposure, wie weit wird sozusagen diese 18 Systeme, wie weit nutzen die das Kapital aus? Das ist in den seltensten Fällen der Fall, dass hier wirklich sozusagen die volle Kapitalgröße von Hebel 2 ausgenutzt wird. Also machen wir ein einfaches Rechenbeispiel. Wenn ihr mit 100.000 startet und ihr könnt maximal 200.000 einsetzen, dann kommt das selten vor, dass wirklich diese 200.000 wirklich voll ausgereizt werden, ne? Also in der Regel liegt man eher im unteren Bereich aktuell. Wie gesagt, selbst würde man 100.000 traden mit einem Hebel 2, wäre man zurzeit mit 100.000 etwa drin. Nur eine Frage. Ne, Moment. So. Von Wise Account kostenfrei auf Tasty Trade überweisen. Es gibt eine andere Möglichkeit. Es gibt ein Video von mir, wo ich diese ganzen Überweisungen mache. Ich selber benutze, also da habe ich das aufgezeigt. Müsst ihr mal gucken, sonst fragt mich einfach. Es gibt also ein Loro Monday Meeting genau zu diesem Thema, wie man das macht. Tasty Trade benutzt irgendeinen anderen Weg. Aber so ähnlich wie Wise. Wise benutze ich, um zum Beispiel ja, direkt zu IB zu überweisen. Kann also von Wise zu IB und dann von IB kann man sehr schön mit tastytrade dann wieder connecten und dann von IB dann Geld rüberschieben. Also gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber das zeige ich alles ausführlich in diesem Video. Guckt da mal rein. Es gibt da auch einige gute Videos aus dem Bereich Malaysia, sind die einzigen, die sich irgendwie damit beschäftigen, also wie das geht international. Also ich kann mittlerweile mein Konto über Wise oder sag mal von Comdirect, IB, tastytrade, das habe ich irgendwie in einem Tag erledigt. Ne? Das geht beinahe in Echtzeit. Ne? Wenn das bereits alles connected ist. Die Connect ist ein bisschen kompliziert, da gibt es irgendwie, ja, dann gibt es so einen Drittanbieter, wo man dann noch so eine ja, so eine PIN-Nummer angibt. Das ist ein bisschen kompliziert, aber das wird genau alles in diesem Video erklärt. Also gar kein Problem. Und es gibt auch einen direkten Weg, aber eben, das ist nicht Wise, sondern es ist was Ähnliches. Dirk, wie schneiden denn die verschiedenen Strategien in 2023 ab? Wie dicht liegen die Live-Trading-Ergebnisse an dem gezeigten Backdeck? Es gibt es da eine Übersicht, Referenzkonto? Genau, das ist eine gute Frage. Ich hatte ja schon gesagt, bei dem LSSR waren wir schlechter, weil wir in einem Monat nicht die Regeln beachtet haben oder gepennt haben. Anyway, und da lief es auch nicht gut. Das war, glaube ich, der September. Spielt keine Rolle. Das Problem, dokumentiere natürlich, das Hauptproblem ist, das geht jetzt natürlich viel, viel einfacher, wie wir sehen. Deswegen habe ich das neu strukturiert. Es ist extrem schwierig, das bei der aktuellen Situation fürs letzte Jahr zu erarbeiten. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Es gibt natürlich immer Abweichungen. Liegt schon daran, dass der Backtest sich immer auf End of Day bezieht. Man, auch das Swing Trading ist End of Day, gibt es natürlich, mittelt sich raus. Aber jetzt aktuell habe ich es halt einfacher, weil ich brauche jetzt einfach nur auf die Konten gucken. Und ich sehe zum Beispiel, okay, beim ETF BitPro liegen wir bei mit 340 Dollar hinten, beim Sektor Stock Rotation mit 27 Dollar. Ne, das bezieht sich hier auf ein 20K, also die Hebel 10K mal 2. Ne, Depot und beim Swing liegen wir mit so viel. Also da habe ich die Möglichkeit, das auch regelmäßig zu dokumentieren und zu publizieren. Ich schreibe mir also täglich die P&L Year to Date auf und kann dann diese Frage genauer beantworten. Fällt mir relativ schwer, für letztes Jahr das im Detail auseinanderzuarbeiten, weil ich auch den Fehler gemacht habe, Fehler in Anführungszeichen, dass ich eben auch teilweise die Hedges damit drin hatte, die ich dann eher bei IB hatte und dann mal wieder bei tastytrade, weil bei tastytrade die Signale besser durchgingen. Also ich habe das jetzt besser strukturiert und hoffe, dass ich dann genauer diese Fragen beantworten kann und dann kann ich eben auch genau vergleichen, wie weit die Abweichung zum Backtest ist. Aber die war jetzt nicht besonders groß. Ich habe ja auch im Prinzip alles durchgetradet. Wie gesagt, in einem Monat haben wir da nicht uns an den Regeln gehalten, weil wir gepennt haben. Okay, aktuell bei deiner aktuellen Zusammenstellung mit allen Depots, Nichtarbeitenden und LSM, die sind ja nicht alle on. Meine, den, warte mal, nochmal, erstmal verstehen. Aktuell bei deiner aktuellen Zusammenstellung, nicht alle on. Mein Investitionskonto. Den Investitionskonto, wenn das die Frage ist, ich verstehe nicht ganz die Frage, Klaus-Peter, den Investitionsgrad kannst du ja ablesen, ne? Also 7.
Das hatten wir jetzt, nee, 8 von 14 bei den LSR-Modellen. Das ist der Investitionsgrad. Und bei dem die ETF-Depot sind wir zurzeit mit 100% drin, wobei wir 200% fahren können. Ne? Also wenn sich das jetzt hier auf den Investitionsgrad bezieht. Okay, dann gucken wir mal weiter im Text. Das hatten wir. Was interessant ist, ist vor allem das Hedging. Wie ihr wisst, hedge ich ja auch. Und ich habe jetzt mal hier den, mal sehen, könnt ihr das größer machen. Das war Freitag nach Eröffnung. Freitag zur Eröffnung hatten wir nahezu unserem Markttief. Habe ich nicht exakt getroffen, aber das ist genau der Auszug. Bei dem Auszug, das bezieht sich hier auf die einzelnen Depots. Da sehen wir, ne, das ist also Year to Date. Year to date hatten wir also im ETF-Depot hier drei, also mal 400 Dollar minus, hier 82 Dollar minus. Der war die ganze Zeit irgendwie im Plus, zeige ich dann noch 40 Dollar, wenig, ne, aber immerhin im Plus, ne, für diesen miesen Jahresstart. Was aber entscheidend ist bei dieser ganzen Geschichte, dass, wie gesagt, das Tastytrade-Konto, ein Referenzkonto, mehrere da, aber worum es eigentlich geht, ist dann parallel, ich möchte dann anfangen, das ist der Auszug vom IB-Konto und ihr seht, da war ich mit 348 hier to date. Ne? Das sind alles die Hedges. Okay, hier ist noch der Soxel drin, den ich da aufgemacht habe und noch ein CWB, den ich auf dem anderen Konto irgendwie nicht ausführen konnte. Das sind die Convertibles, das können wir aber hier ignorieren, weil es keine große Position ist. Aber ihr seht, 348 plus. Ne, das ist sozusagen hier das Hedge-Konto dafür. Ich habe da mehrere Konten, aber anyway, nochmal zurück oder kann ich hier einfach rüberblättern? Ja, genau. Also 3,48. Dann war man irgendwie beim Markttief mit, selber rechnen, 30, sagen wir 80 Dollar hinten, ne, wenn man die Hedges eben dazu addiert. Und das ist immer, worauf ich hinaus möchte, dass man eben mit Hedging, ich zeige auch gleich, wie das funktioniert, nicht im letzten Detail, weil das nicht von der Zeit her geht, aber vom Prinzip her. Das ist halt der Punkt, worum es halt geht, dass man eben diese Drawdowns, die wir hier am Anfang des Jahres gehabt haben, eben durch Hedging eben wunderbar abpuffern kann und dann entsprechend ja, erstmal ruhiger das aushalten kann, solche Positionen. Und eben dann, wenn es dann wieder nach oben läuft, ist man dann wieder voll dabei. Also das ist die Kunst des Hedging, halte ich für wichtig. Ist es nicht. Es ist, wie gesagt, optional, aber ich bin ein großer Freund davon, weil es hätte ja auch weitergehen können und kann ja auch noch weiter nach unten laufen. Dann ist man froh, dass man hier Hedges drin hat. Aber ich gehe gleich noch auf die, zeige das gleich nochmal genauer. Das brauche ich jetzt nicht. Wieso ist das jetzt hier im Weg? Ich mache das mal kleiner. Spricht, irgendjemand spricht, egal. Also, darum geht es. Wir haben die aktuelle Situation. Jetzt ist ja der Markt wieder nach oben gelaufen. Und jetzt sehen wir hier, jetzt habe ich mein Zeichenwerkzeug irgendwie ausgemacht, mal anmachen, damit ich was zu malen habe. Wir sind jetzt also hier bei einem gesamten, hier sind also drei Modelle drin, sind wir mit 250 Dollar im Miesen, ist immer wieder nach oben gelaufen. Und wenn wir uns hier das IB-Konto parallel, die aktuelle Situation angucken, dann klar, das ist jetzt ein kleines Konto, da sind wir mit 400 Dollar noch im Plus. Ne? Also 250, das heißt, meine Year-to-Date-Performance bei diesen betrachteten Depots liegt dann bei 150 Dollar. Ne? Nicht die Welt, aber be deutlich besser als der Markt. Ne? Also das ist schon, darum geht es halt. Und wie macht man so etwas? Das wäre die nächste Frage. Das wollte ich dann demonstrieren. Wie stellt man das ein? Das ist das nächste Thema. Das spielt immer nach oben, aber egal. Ne? Also, das ist dann der Ausblick. Was wollte ich hier zeigen? Im Risk-Navigator. Ich arbeite hier, könnte auch mit der TOS arbeiten, aber ich arbeite hier überwiegend mit dem Risk-Navigator von IB. Den machen wir jetzt mal auf. Dann starte ich hier rüber. Hatte ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Im Prinzip machen wir mal das Stock-Depot, das ist hier LSSR, also diese Stock-Sektor-Rotation. Das öffne ich jetzt mal. Erstmal ein Update hier. Warum ist das eine jetzt lila? Das weiß ich jetzt nicht. Nasdaq, irgendwas egal. Das sind die Hedges. Also ich zeige das erstmal ohne Hedge. Also ich habe ein Hedge hier, Nasdaq und SPY, so ein Mix auch Hedges. Und wenn ich das jetzt hier mal, jetzt habe ich auch schon die Einzelnen, die draußen sind,
hier rausgenommen. So, und jetzt machen wir den mal an. Genau, größer. Das ist also sozusagen die Situation ohne Hedge bei so einem kleinen Depot. Nehmen wir mal an, es geht nach 5%. Ich zeichne das mal wieder für euch, damit ihr es nachvollziehen könnt. 5% nach unten, dann würde hier ein Verlust geschätzt hier von $400 entstehen. Genau dasselbe nach oben, natürlich auch $400. 5% nach oben, $400 Gewinn. Das ist die aktuelle Situation. Wie macht man das? Wie generiert man so etwas wieder zurück? Indem man hier in diesem, hier einfach in dem Risknavigator seine Position hier einträgt. Also gut, der ist aus. Machen wir mal was anderes. Hier Exxon sind hier drei Werte nur drin. Gut, eine kleine Position, ne, und die noch an sind. So, und dann gucken wir uns das. Und dann kann man sich das hier in diesem, ja, in diesem Ausgabe, in diesem P&L-Diagramm angucken. Das kann man dann auch nochmal reinzoomen. Und jetzt geht es darum, jetzt habe ich da, womit ich arbeite, sind letztendlich Kondors auf der unteren Seite. Das ist nochmal ein extra Thema, wahrscheinlich auch wieder für ein Trading Camp, um das wirklich im Detail nochmal zu erklären. Ich habe das hier und da in den Trading Camps bisher eingebaut, aber das müsste man eigentlich noch viel ausführlicher erläutern. Ich zeige mal, worum es eigentlich geht. Das ist hier sozusagen hier das aktuelle P&L-Diagramm, wenn man nur ohne Hedge das fährt. Das kann man natürlich auch machen. Jetzt selektiere ich mal den Ende Januar, weil dort ist ja dann der nächste Rotationstermin. Dann kann das ja wieder ganz anders aussehen. Ich stelle das immer für den 31. an. Ups. Ach so, ja, ich muss ja noch hier die Hedges einschalten, die ich eben ausgeschaltet hatte. Das ist einmal das und Condors, ne? Also im Kuckuck und im Spy. Jetzt bin ich schon ein wenig overhedged. Was wir jetzt sehen, ist das Auszahlungsprofil zum 31. Januar. Und ich habe nämlich, wir sehen also, wenn das nochmal 2,5% etwa, naja, 3% nach unten geht, dann wäre ich sogar immer noch im Positiven. Ne? Und nach oben bin ich auch nicht so unbedingt ausgebremst. Ne? Es kommt also hier noch ein bisschen Inkommen dazu, ne? Durch diese Kondors. Natürlich, wenn man ganz stark nach unten fällt, was ja stark ist auch nicht, ne? Sagen wir mal 5%, wäre man dann bei minus 100 statt minus 300, das zieht sich nach oben. Ab hier würde man, in diesem Bereich würde man sowieso dann die Kondors entsprechend anpassen. Aber ihr seht, es ist auf jeden Fall ein Hedge, der einen nicht unbedingt nach oben ausbremst. Hier so ein bisschen, das ist sozusagen, die kosten nicht viel, das ist sozusagen deswegen die hier die violette gestrichelte Linie ein bisschen unter der P&L der Aktien. Und wir sehen aber hier dieser ganze Bereich, ich zeige Ihnen das mal raus wieder, also worum es eigentlich geht, ist, wir haben der ganze Puffer, wie wir hier sehen, ist hier dieser Bereich. Das kommt noch nicht ganz getroffen, ne? Aber ihr seht, was ich meine. Das ist sozusagen der Hedge-Ausschlag. Das ist kein Black Swan-Hedge. Das sind aber zusätzliche Incomes, die einen nach unten abpuffern. Ne? Jetzt bin ich ein bisschen overhedged. Jetzt kann ich da ein bisschen was rausnehmen. Das muss ich heute anpassen, weil es sind ja jetzt nur noch, was war das, 8 von 14 drin. Hier war das eher für die volle Position am Anfang des Jahres aufgesetzt. Genauso kann ich das auch zeigen für das ETF-Depot. Das ist natürlich ein bisschen interessanter. Da mache ich das, egal, da mache ich das eher getrennt. Und zwar sehen wir hier gleich, also wenn ich jetzt hier als Navigator, da habe ich also die einzelnen Bereiche unter aufgeteilt in Bond-Depot, ETF-Depot. Also Bonds sind also die Anleihen-ETFs, sowas wie TLT, Convertibles haben wir ja gesehen und so weiter. ETF-Depot, also mache ich extra, da hedge ich im TLT, sage ich jetzt nicht. Dann ETF-Depot sind sozusagen alles außer Commodities und Bonds. Und wie gesagt, Commodities mache ich extra, die Rohstoffe. Und ja, das war's dann. Gucken wir uns mal das reine ETF-Depot an. Im Prinzip dasselbe, muss das erstmal aktualisieren. Und ja, das ist jetzt mit Hedge. Machen wir das mal auch nach oben. Ihr seht, das ist schon ein bisschen, ja, geschwungen an der Linie. Und jetzt mache ich hier auch nochmal den 31.3. ran. Und wir sehen, ja, also bis, man kann auch bis minus 5 runtergehen. Völlig Banane für dieses Konto, weil es würde, also bis zum 31. Januar wohlgemerkt, und würde dann irgendwo hier in diesem Bereich plus
Minus sein. Ne? Also gemeint ist dieser Bereich hier. Ne? Da liegen wir wieder auf der Nulllinie. Also ich bin eben sozusagen noch ein bisschen abgesichert. Würde es noch stärker, sagen wir mal, bis minus 7,5% nach unten gehen, ja, dann würde ich nicht 1000 Dollar verlieren, sondern vielleicht 800 Dollar. Ne? Also auch nicht die Welt, aber trotzdem. Ne? Und ab hier fängt man auch irgendwie an, dann anzupassen. Ne? Aber das ist dann auch schon relativ sportlich, wenn wir das jetzt nochmal abgeben würden. Würde ja auch Folgendes passieren, dass dann vielleicht einige Positionen rausfliegen aus dem Depot, also ihren Exit erreichen, sodass man dann eben auch einige Hedges rausnehmen kann. Aktuell ist das sehr interessant, weil hier ist die Vola nicht berücksichtigt bei diesem aktuellen P&L. Das kann man auch einstellen, ist jetzt aber, geht davon aus, dass die Vola gleich bleibt. Wir wissen aber, wenn der Markt nach oben läuft, geht in der Regel hier Volatilitäten raus im Markt, so dass er dann noch auf der Habenseite im Income das positiv, sehr positiv ist für die Kondos. Sozusagen, wenn der Markt nach unten läuft und der Markt beruhigt sich dann ist man sozusagen, ja, dann ist das Beste aller Welten im Aktienmarkt. Das ist dann wunderbar. Man hat dann noch seine Hedges, die eh nicht viel kosten, aber die laufen dann auch noch nach oben, wie wir aktuell ja auch gesehen haben im Depot. Ne? Wir haben ja gesehen, ne, vorher waren wir in der Summe am Freitag, also nicht wir, sondern ich jetzt mit diesem Depot negativ, ne, was hatten wir, wie 100 Dollar negativ, und jetzt, obwohl der Markt nach oben geht und die Hedges immer noch drin sind, die habe ich jetzt noch nicht angepasst, führt das trotzdem dazu, dass das Depot steigt im Ergebnis. Ne? Ich bin ja durchaus year to date im Plus, wenn man also Hedges plus meine Anlagen, die natürlich im Einzelnen im Negativen sind, zusammen addiert im positiven Bereich. Also jetzt, wenn der Markt weiter sich erholt, wunderbar. Ne? Was Besseres kann eigentlich nicht laufen. Das wäre ein schöner, schöner Januar. Okay, ich mal rein. Das wäre das. Also ihr seht aus meiner Sicht, wie wichtig Hedging ist. Vor allem Hedging muss man beherrschen, das ist schon ganz klar, da kann man viel falsch machen. Und ich muss auch zugeben, dass ich lange gebraucht habe, um sozusagen einen optimalen Hedge für mich zu finden. Also die Anforderungen an einen Hedge sind ja folgendermaßen, also ich habe da auch schon mal einen Vortrag, da haben wir ein Optionssymposium gehalten früher. Also die Anforderungen sind unter anderem, Hedge soll möglichst wenig kosten, er soll eigentlich ausbremsen, wenn der Markt nach oben geht. Ne? Also wenn wir jetzt über Hedge reden, meine ich jetzt gegen Downside-Risiken. Ne? Also man kann ja Hedge auch gegen irgendwas anderes benutzen, um Risiken rauszunehmen. Aber ich meine jetzt wirklich Korrekturen im Aktienmarkt. Und man, ja, habe ich lange mit rum experimentiert, mit Black Swan Hedges, mit VIX Calls, mit Teenies und so fort. Und also eine Anforderung, da war ich nicht ganz fertig, ist ja, dass ein Hedge möglichst wenig kosten soll. Ne? Also wenn der nicht aufgeht, wenn die Versicherung nicht aufgeht, dann soll diese Versicherung auch nicht viel kosten, damit man eben nach oben nicht ausgebremst wird. Und hier kommt dann zusätzlich noch Income hinzu, was wunderbar ist. Und man kann mit diesen Kondos auch wunderbar noch rumspielen. Ne? Es ist also selten, dass ich sozusagen eigentlich verliere ich bei diesen Dingern nichts. Und wenn so gut wie nichts, sagen wir mal, und wenn der Versicherungsfall eintritt, ja, dann zahlt diese Versicherung eben wunderbar. Also nicht wie im echten Leben, sondern diese Versicherung läuft dann tatsächlich auch live. Okay, das zum Hedging. Dann sind wir vielleicht auch gleich als Überleitung zum Ausblick. Also ich habe verschiedene Themen, die ich irgendwie plane. Ich werde auf jeden Fall irgendwie im Frühjahr wahrscheinlich was machen, wieder so April, Mai und dann irgendwie wieder im Herbst, wahrscheinlich zwei Trading Camps dieses Jahr. Ein Thema hatte ich ja schon gesagt, ist Swing Trading. Das mache ich wahrscheinlich im Frühjahr. Macht sehr viel Spaß, ist allerdings dann mehr was für den aktiveren Trader. Das ist nicht so einmal im Monat was tun, sondern kann man immer was tun. Und das Schöne ist bei diesem Swing Trading, das ist völlig marktunabhängig. Also das kann man sowohl im Bullenmarkt als auch im Bärenmarkt oder im Seitwärtsmarkt traden. Da gibt es keinen Marktfilter bei dieser Geschichte, sondern tradet halt ständig. Sind allerdings auch mehr Trades im Jahr. Aber anyway, ist eine schöne Sache und wie ihr seht, das läuft sogar, ja, selbst in so einer Korrektur, da hatten wir gesehen, habe ich das ausgemacht? Ne, hier, ne, da bin ich ja immerhin mit, naja, wenig, aber immerhin im Plus, ne? Also wer dieses Jahr am Anfang im Plus ist, der hat ja schon seine Hausaufgaben gemacht und läuft schon mal ganz gut. Also das einzige Depot, was ohne Hedge jetzt betrachtet im Plus ist, ne? Wo kleine Hedge ist, glaube ich, da auch noch mit bei, aber anyway.
So, das wäre das eine Thema, ne? Swing Trading, vermutlich im Frühjahr. Hatte ich schon mal bei Optionsuniversum vor ja, paar Jahren ein Webinar gemacht, aber da ist jetzt einiges an neuen Ergebnissen hinzugekommen. Vor allem, wenn man so einen Nasdaq-Backtest macht, ist es wichtig, dass man eben diesen survivorship bias berücksichtigt. Also, dass sozusagen man guckt, waren diese Aktien, in denen man Swing Trading betreibt, auch wirklich in einem Index vorhanden. Ne? Das macht die Sache ein bisschen aufwendig, aber das habe ich gemacht und funktioniert wunderbar. Und das werde ich auf jeden Fall als Thema nehmen. Dann machen wir auch noch Swing Trading natürlich auch in anderen Samples, aber der Schwerpunkt, was ich trade aktuell, ist ausschließlich Nasdaq. Dann das Thema Leverage ETFs. Habt ihr gesehen, da gibt es ein paar durchgeknallte Systeme, die aber hochinteressant sind. Da werde ich wahrscheinlich auch ein eigenes Seminar machen, nur über Leverage ETFs. Da muss man mal gucken, wie viele Leute es dafür gibt. Ne? War ja immer das Thema. Es war ja heute auch kurz eine Frage, wie weit man das traden kann. Aber wer das wirklich möchte, der hat dann die Möglichkeit, da in den USA diese Leverage ETFs zu traden. Das vielleicht auch ein eigenes Seminar. Dann Hedging-Seminar, das wäre natürlich auch eine tolle Sache, ob ich das zwischendurch reinschiebe oder vielleicht mal eine Umfrage, was gewünscht ist. Ihr könnt ja gerne mal auch euren Feedback mir schreiben. Und Logoscanner wäre ich natürlich, da habe ich ein bisschen vernachlässigt in den letzten Monaten in der Weiterentwicklung. Der funktioniert für das, was ich hier benutze, gerade für Swing Trading. Wunderbar, kann man diesen Logoscanner benutzen. Den benutze ich dafür sehr viel. Den will ich aber auch noch erweitern über verschiedene Ideen. Das wird dann eine neue Version 4.0 irgendwann geben. Und dann werde ich dazu sicherlich auch mal ein Seminar machen. Aber gut, ich habe zu viele Themen. Mal sehen, wie ich die alle unter einen Hut kriege. Aber ihr könnt da ja euch auch gerne äußern, weil ich gucke jetzt mal in den Chat rein. Das Swing Trading wird über Aktien abgebildet, richtig. Optionen, da wäre natürlich der, das wäre jetzt Anhang, Aktien oder Optionen. Optionen kann man machen, aber ich habe keinen Backtest dazu gemacht, weil es extrem aufwendig ist. Ne? Man müsste sozusagen die Signale, die man durch den Backtest ermittelt, ne? Also was habe ich im Moment gehen wir mal einzelne Sachen durch, was ist denn heute rausgegangen, waren einige Werte, gehen wir mal hier durch. Nur als Beispiel, was haben wir denn hier? Das hatte ich überprüft. Welchen hatte ich denn noch rausgenommen? Ne, der ist noch MU, ne, zum Beispiel. Ne? Also, da Swing Setup sehen wir hier beim grünen Pfeil, ne, ein bisschen eher sogar rein. Und heute sehen wir ja, der hat schon, ich arbeite auch mit dem Profit Target. Der geht nicht nur beim Swing raus, ne, über den RSI 2, ne, der muss größer 60 sein, da ist er schon übererfüllt, ne, liegt jetzt bei 91, der ist draußen, also das Micron Technology nur mal als Beispiel. Und die ließen sich auch veroptionieren. Ich schätze mal, ich habe ja auch die Möglichkeit, über den Loro-Scanner zu gucken, wie weit es zu den einzelnen Aktien liquide Optionen gibt. Ich schätze mal, dass so 85% der Nasdaq 100 Werte auch liquide Optionen haben. Es gibt aber auch einige, die sich da nicht so gut traden lassen, ne? Weil zum Beispiel der Bid-Ask-Spread zu groß ist und so weiter. Also zu veroptionieren lassen. Das Problem ist, wenn man das veroptioniert, solche Swing-Setups, es ist eben, muss man sich überlegen, A, ist die Laufzeit relativ kurz? Also der ist ja hier schon draußen, das waren gerade mal 2 Tage. 2 Tage Laufzeit. Die haben eine durchschnittliche Laufzeit von, sagen wir mal so, 3 bis 5 Börsentagen. Und da muss man natürlich, also es geht eigentlich nur, damit man hier diesen Swing mitnimmt mit Optionen, wahrscheinlich nur durch einen direkten Call kaufen als Beispiel. Oder man muss sich überlegen, was macht man? Also wenn ich jetzt irgendein Income betreibe, ne, also unten da beim Stopp zum Beispiel unter dem Swing irgendwelche Income schreibe, das reicht nicht aus, ne, für 2 Tage, dass da genügend übrig bleibt. Ne. Also dann mache ich mir natürlich auch Gedanken, wie weit man sowas veroptioniert, aber ich mache es nicht. Okay, eine weitere Frage. Dirk plant eventuell wieder ein Präsenztraining, also Seminar ist damit gemeint. Werde ich häufig gefragt? Eher nicht, weil ich finde, mittlerweile sind die Leute an Webinare gewöhnt, ne? Corona sei Dank. Und ganz ehrlich, der Aufwand ist natürlich für mich erheblich geringer, weil ich muss, wenn ich das ein Präsenzseminar muss ich
gucken, dass es mit den Hotels so klappt. Ne? Zuletzt hatte ich das ja in Corona 2020, glaube ich, war mein letztes Präsenzseminar in Hamburg. Das war schon aufwendig. Dann ist das Anreise, ne? Das nervt mich immer schon, weil ich dann alles schön über die deutsche Grenze fahren muss, ne? Per Flieger und diese 1000 Kontrollen gehen mir ziemlich auf den Sack. Also ich bin dieses Jahr noch in Lima, Toronto, in Madrid, ne? Aber kein Seminar, sondern nur urlaubmäßig. Könnte mal wieder sein, aber aktuell nicht. Ich muss wahrscheinlich 87, Quatsch, was haben wir denn? 2004, mit 67 kriege ich meine Rente und in irgendwie 3 Jahren ist es soweit. Und da die ja so doof sind, in Deutschland immer irgendwelche Online-Portale sinnvoll aufzubauen, weil man braucht aktuell noch einen Personalausweis, aber wir besitzen sowas, der im Ausland lebt. Ne? Also im Moment kann ich das online nicht machen. Vielleicht ändern die sich nochmal, ändern das nochmal. Also da kann es sein, dass ich dann nach Deutschland muss. Dann mache ich dann vielleicht mal so ein Präsenzseminar. Klar, ein Präsenzseminar, ich habe das übrigens nicht als reines Präsenzseminar gemacht, sondern immer gleichzeitig online und präsent. Ne? Also das ist allerdings auch ein bisschen schwieriger, weil man muss dann eben alle unter einen Hut kriegen. Ich finde Präsenztraining, Coaching deutlich besser, weil man dann eben abends auch auf ein Bier losgehen kann und auch Sachen mal besprechen kann, die man vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit bespricht. Das hat auf jeden Fall Vorteile. Wenn es lockerer, würde das gerne machen, aber der Aufwand ist doch erheblich höher und mittlerweile, wie gesagt, sind viele eben an die Webinare gewöhnt. Beim letzten Training Camp kann mir auch ruhig mal sagen, waren so 130 Teilnehmer. Das kriegt man dann gerade ganz gut hin. Wenn ich aber Online-Coaching und Präsenztraining mache, das ist aufwendig. Ne? Also Präsenztraining, klar, muss man, das kommt auch noch hinzu, die Vorbereitung muss man deutlich eher machen. Das andere geht, sagen wir mal, im Vorlauf von 1 bis 2 Monate etwa, kann man Webinare irgendwie Vorlauf machen, aber Hotelbuchung, der ganze, allein so eine Hotelbuchung, ich habe das ja immer schön. Wie hieß denn das? Also in schönen Hotels in Hamburg gemacht. Das allein war schon mal aufwendig. Ne? Die ganze Einrichtung, die ganze Seminarbuchung. Dann kommt auch immer das Problem, läuft die Technik dann vor Ort und und. Also ist nicht so einfach. Ne? Aber egal, ich habe es weiter im Blick. So mit Weeklies, ja genau, mit Weeklies kann man es machen, irgendwie kurzlaufende Sachen. Ne, das bezieht sich jetzt nochmal auf die Option. Aber wie gesagt, bevor ich da irgendwie was zu sage, müsste ich eigentlich diese Sachen ausführlich testen. Also wer dann gerne testen möchte und sich ausprobieren möchte, der kann natürlich gerne von mir die Trades haben und dann mal gucken, wie sich hier so eine Micron Technology veroptionieren lässt. Ne? Der Einstiegs Zeitpunkt ist ja vorhanden oder Tag besser und dann kann man gucken, okay, was müsste man machen und da könnte man sich dann austoben und da müsste man einen Backtest machen, bevor ich das für alle irgendwie ausbreite. Also eher nicht zurzeit. Okay, ich denke mir, ja, was hatte ich noch? Das und das. Genau, das sind also die geplanten Seminare. Bin ich zurzeit am Überlegen, was zuerst. Ne? Also klar, Hedging wäre natürlich wichtig. Das könnte man machen oder Swing Trading zuerst. Also es gibt verschiedene interessante Sachen. Dann sind wir auch gleich durch, war relativ lange heute unterwegs, wie besser gesagt. Also am 15.01. ist Feiertag, ne? Wieder US-Feiertag. Wir hatten ja nun gerade 2 Monate, Montage, ne? Jetzt haben wir schon wieder 15.01. US-Feiertag. Ich glaube, im Februar ist dann auch noch mal einer. Ich selber nutze die Zeit, um mal wieder durch die Gegend zu fahren. Sind ja hier in der Dominikanischen Republik. Ne? Ich wohne hier in San Pedro de Macorís. Und wir fahren dann hier hoch in die Samaná, Halbinsel. Und das ist vor allem deswegen interessant, weil jetzt Januar, Februar kommen die ganzen Buckelwale. Ne? Das macht irre viel Spaß, wenn also mit einem Boot rausfahren, einem kleinen Boot, ne? Nicht irgendwie diese großen Touristenboote, sondern ein kleineres Boot und dann ein bisschen Whale-Watching machen. Wir haben, mal sehen, noch ein paar Bilder. Ich glaube, ich auch noch ein paar Links. Geht aber nur kurz jetzt drauf ein. Das war hier ja, Quatsch, bin ich denn jetzt? Da wollte ich hin. Also das Erste, jetzt ist allerdings für mich auch schon ein bisschen kalt hier, ne? Also ich fange ja an, 30 Grad und ich friere, das ist unglaublich, ne? Also da habe ich wohl einen Fehler gemacht und zwar haben das erste Mal sind wir in Samaná aus so einer
wie sagt man, Ökotourismus, ne? Ökotourismus, wo man ja, in solchen Baumhütten schläft. Ich hoffe, das wird nicht zu kalt, ne? Ja, und da im Wasserfall dann baden. Ne? Anyway, ne? Ja, werde ich sehen, kann ja hinterher mal berichten. Dann geht es zum Glück weiter. Ich jetzt mal links. Ja, da war ich schon häufiger. Ein sehr schönes Hotel, das ist dann wieder voll dekadent. Ne? Das ist das einzige Hotel, was ich kenne, was eben auch einen Fahrstuhl zum Strand hat. Ne? Also da muss man sich gar nicht bewegen, aber das ist dann eben Luxus pur. Ne? Also seht ihr, wo die Börsengewinne bleiben. Nee, teuer ist es nicht. Ne? Aber sehr schön, das Hotel. Auch wieder sehr schön in der Natur gelegen, kann man viel machen. Ne? Das gehört auch noch zum Hotel, diese ganze Brücke. Ne? Und hier seht ihr, was ich gar nicht mag, ne? Das müsste man rausretuschieren, diese blöden Touristendampfer, wie heißen denn hier, diese Kreuzfahrtschiffe. Muss gestehen, ich hatte auch C, wer ist das, CHTR, ne? Also diese Kreuzfahrtlinie auch im Depot. Ne? Aber diese Dinger mache ich nun gar nicht. Ne? Also ich hoffe, dass die nicht da sind, ne? Weil die stören natürlich die Wale ungemein. Ne? Also ich da zuletzt Whale-Watching gemacht hatte, das ist auch nicht so lange her, da war da so eine dämliche AIDA und ich hätte am liebsten eine Pumpgun rausgeholt und ja, den Walen was Gutes getan. Ne? Also blöde Teile. Anyway, ne, das ist ein Tourismus, den ich gar nicht mag, ne? Aber okay, ist halt meine persönliche Meinung. Also habe selber mal früher für Hapag-Lloyd Tourismus die Internetseite gemacht als Projekt, aber ich mag die Dinger nicht. So, ja, genau, und dann kommen wir ein paar am Ende. Ja, genau, das wollen wir machen. Whale-Watching, ne? Also schöne Bilder, hoffentlich, dass wir die machen. So sehen die aus. War auch schon mal Tauchen in einem Bereich, ist auch klasse. Das ist aber schwierig, weil man das nicht so unter Wasser nicht so gut sehen kann, ne? Aber vom Boot aus werden wir das machen. Hier sieht man das halt vom Tauchen her. Und ich hoffe, dass die jetzt die meisten schon da sind. Kleineres Boot, ne? Hier sehen wir die ganzen Touristen relativ voll. Wir fahren mit noch kleineren Booten da raus. Ne? Also das ist schon, geht eigentlich noch von der Größe. Die großen Boote, die haben dann auch noch ein Oberdeck. Ne? Aber naja, gut, kann man drüber diskutieren. Ne? Das ist natürlich klasse hier. Und so fort. Ne? Also das wollte ich euch auch noch zeigen. Man kann hier schön was unternehmen. Gerade wie gesagt, Januar, Februar zu den Walen rausfahren. In der Samana-Bucht. Okay, so, jetzt kommen noch mal. Kein Kontrollwerk. Genau, das könnte man natürlich auch machen. EDV, wenn das größte Problem. Nee, EDV ist hier kein Problem. Ne? Also ich habe ja auch meine Satellitenschüssel, Elon Musk sei Dank. Und nee, ist kein Relaxer-Hotel. Das ist Bahia Principe. Ne? So heißt das Ding. Relaxer. Weiß nicht, ob das. Oder meinst du das erste da, vielleicht dieses Eco-Teil? Keine Ahnung. Vergesse ich immer. Okay, das mag es gewesen sein, war ja heute relativ lang. Ja, wünsche ich noch weiter erfolgreiche Trades. Wie gesagt, das Jahr hat ein bisschen krass begonnen, aber ihr seht ja, zusammengefasst bin ich da durchaus positiv und immer auch noch abgesichert. Also von daher mache ich mir da keine Sorgen. Und das wünsche ich euch auch. Und dann würde ich sagen, ja, also Relaxa, genau. Relaxa ist das Hotel. Sorry, natürlich, der Live-Seminar war im Relaxer Hotel. Jetzt habe ich es wieder völlig richtig an der Außenalster. Ne? Klar, logisch. Ja. Dachte eben, bin ich durcheinander gekommen. War schon, wie gesagt, ein Thema weiter. Aber alles richtig. Okay, dann ja, Gruß aus der Karibik, macht es gut und dann hören wir uns vielleicht in 2 Wochen wieder. Ciao.